Wir sind auf der Abenteuerallrad. Heute ist der 15. Juni 2022 und hier ist der Marc, der aber eigentlich Morg heißt, denn er kommt aus Sachsen. Ich grüße dich, Marc. Ja, hallo. Ja, du sprichst volle Lotte sächsisch. Ja, ich komme aus Sachsen und ja, der Dialekt, das steckt halt in mir. Nicht geil? Ja, total. Aber ist ja so, das ist da unten ja normal. Ja, da, ja. Für die sind wir ja die totalen Aliens, die da sind. Ja, ich habe die Simone mitgebracht, die ist Neucamperin und du hast was ganz Tolles gebaut. Du hast ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug gebaut, bei dem du das nicht so zugebaut hast, dass man innen noch Luft und Platz hat und es noch sehr gut im Alltag verwenden kann. Ja, das ist richtig. Also mir stellen eigentlich Inneneinrichtungen für jeden Kunden ja, her, also individuelle Lösungen für jeden, ja, sind da dabei. Und wenn es da ja, für ein Pärchen ist, wo nur zwei Sitzplätze sein müssen, ist natürlich ein bisschen mehr Platz. Geht natürlich auch für Familien, wo dann ja, mit zwei, drei Kindern das auch noch möglich ist, und zwar die dann oben im Aufstelldach schlafen. Ja, und im Punkto Design, ja, sind auch keine Grenzen gesetzt, also Dekor frei wählbar. Was ziemlich cool ist, ist der Grundriss. Das heißt, du könntest die Bank ja auch weglassen, wenn jetzt jemand nur am Aufstelldach schläft, dann hätte er irre viel Platz, also kann das machen. Du kannst die Bank aber sehr bequem bewegen, wenn du jetzt hinten an die Schränke ran willst, wie geht das? Ja, da kann man die einfach hin und her schieben. Zeig mal bitte. Das mal. Hast du noch nie gesehen, gell? Nee, so verstellbar noch nicht. Oh, cool, ja. Das sind unsere Schienen wie im Reisebus. So Airline-Schienen mit drin, die kannst du hin und her ziehen. Und das ist auch eine Schlafbank? Das ist auch eine Schlafbank, kann ich auch mal schnell machen. Ja. Also ich glaube, das wäre eher so ein Kaliber für mich, mit Freunden hier wegfahren mit so einem Ding. Guck mal hier, wie schnell es geht. Ja, mega. Top. So, jetzt hast du hier eine Schlafbank. Das Geile ist, der Morg, der aus Sachsen kommt, ja, der witzigerweise selber sagt, Marc heißt du, ja. Du hast einen Beamer installiert, der ist sehr klein, der hat sogar hier oben nochmal eine Funktion und das klappt richtig gut, wenn du mal gerade einen Ticken zur Seite gehst, ja, dann zeige ich es mal gerade, du kannst abends hier sitzen und Netflix gucken, oder? Ja, genau, ich bin jetzt, ja, ich selber nicht immer der absolute Fernsehgucker, aber habe eine kleine Tochter. Ja, und wie alt ist sie? Vier. Ja, ja, Name, Vorname? Walli. Hallo Walli, ja. Dein Papa hat ein cooles Auto gebaut. Inneneinrichter, du bist Schreiner, oder? Ja, und wir haben, wie gesagt, und wenn man da unten abends mal eine Stunde Anna und Elsa da schaut, dann hat auch Mama und Papa mal ein bisschen Ruhe. Cool. Du bist wo, aus welchem Ort kommst du? Klingenthal, wo liegt das? Ist vielleicht bekannt durch Skispringen. Okay. Ich zeig mal ganz kurz, wenn du das gerade nochmal zurückbaust, sei mal so lieb. Ist der Schlafkomfort eigentlich gut da drauf, direkt, oder braucht man noch einen Topper? Ja, also ist wenn hart? Einer hart schläft, dann ist es schon hart. ansonsten. Er erinnert mich an den Comedian. nicht verkehrt, wenn man es ein bisschen weicher will. Also wenn einer hart schläft, dann ist es schon hart. Ja. Sag mal, du erinnerst mich an diesen einen Comedian, weißt du das? Der auch sächsisch spricht, der mit dem, der mit Olaf, dem Pulli. Der Olaf. Der ist schon geil, oder? Ja. Also nach dem Video geht die Karriere als Comedian los? Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ist auch so, ihr sprecht alle da unten so, oder? Ja, die meisten. So, und Rockslider hast du drin, was ist das? Oh, Rockslider. Hier die. Ja. Das sind Steelers, also ja, Verbreiterungen, sag ich mal. Ja. Hat einen Vorteil, wenn du jetzt einen Stein triffst oder so, ist nicht direkt das Auto kaputt. Oder? Genau. Ja, Folierung. Hast du schon gewählt? Allrad, ja. Ist das ein Allrad? Ja, ist ein Allrad. Ja. Aber der, also Werksallrad von VW. Der ist gut? Ja, passt. Was kommt überall durch? Also du hast jetzt Glück hier. V, für was steht V eigentlich? Vogtland. Nur V? Nur V. Vogtland. Ihr habt dieses V. Genau. Das normalerweise irgendwie vier Berge oder sowas haben müsste. Nee, Vogtland. V-Motion, sind die leicht zu kriegen, die Fahrgestelle mittlerweile, die Busse? Oder es wird ja immer schwieriger, Allrad zu kriegen im Moment, kurzfristig? Ist mir jetzt nicht bekannt, ja. Kurzfristig ist mittlerweile gar nichts mehr. Also es dauert alles länger. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass der V-Motion jetzt viel länger braucht. So, Aufstelldach, das darf die Simone gleich mal testen. Denn du liebst Zelten, das ist so ein Feeling wie im Zelt, oder, Marc? Ja, auf jeden Fall. So, was ist zu tun, wenn sie da hin will? Ja, ich zeig's mal kurz. Ja, gern. Jetzt verschiebe ich die Bank wieder etwas hin, noch. So, ich schieb die Bank also ein bisschen da weg. Hätte ich ja echt mal Bock drauf in so einem. Ja, also leider, runterklappen. Das ist ein Teleskop leider. Kurz ein bisschen hochstellen. Ja, und dann kann's losgehen. Bin ich mal gespannt. Du hast echt einen tollen Bus. Was ist das für ein Holz? Bambus. Echtes Bambus von hier? Ja, echtes Bambus von hier. Also da lege ich mich jetzt mal nicht drauf, weil das ist Stoff.
Ja, du kannst aber einfach mal drauflegen mit dem Poppes, dass ja, wir okay. einfach mal sehen. Bloß halt die Schuhe, guck, dass du es nicht weißt. Die Leute werden ja immer so ein bisschen gereizt. Ich geh mal, komm mal hoch. Ja. Und? Schön? Ja, jedenfalls. Ist das Dach SCA oder was ist das? Nee, unser Dach. Euer Dach? Unser Dach. Hast du selber gemacht? Ja. Wie? Du hast ein eigenes Dach? Ja, genau. Och, hat ein eigenes Dach gemacht. Das heißt auch Schlafkomfort ist gut? Ja, ist eine 6 cm Matratze, Lattenrost drunter. Ja. Mal, ihr näht das Dach selber? Ja, genau, aber wir haben das selber konstruiert. Ja. Und es gibt da verschiedene Zulieferer da dafür, aber es ist unser eigenes Flexibu-Dach. Okay, cool. So das Ganze. Ja, du hast Lattenrost drunter, richtiges Lattenrost. Ja. Und, wie fühlt es sich an? Ich mag es, mir gefällt es richtig. Du magst es? Ja. Man kann auch öffnen, Cabrio geht auch? Ja, man kann vorne das Fenster komplett öffnen. Kann man raus, aber komplett Panorama-Funktion haben wir weggelassen. Okay, das heißt, du kannst, wenn jetzt... da schon ein bisschen höher. Stell dir mal vor, du bist jetzt in Holland. Mhm. Guckst raus, da vorne ist das Meer. Top. Top. Warte, ich zeig mal was. Also ich glaube, da hat man einfach auch so dieses Camping-Feeling, obwohl es einfach Komfort ist. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen. So, dann komm mal runter. Ich zeig mal, wie du runterkrabbelst. Natürlich auch toll, wenn du jetzt mit 4 Leuten unterwegs bist. Thema Zuladung, passt das? Mit 4 ja, Leuten? Ja, geht. Ja, geht. Habe ich ja versucht, da vielleicht bauweise. Leider ist er kurz vor der Messe fertig geworden, sodass ich nicht mal auf der Waage genau war. Ich würde es mal so um die 3000 Kilo schätzen. Okay, das heißt 3,5, den kann man natürlich auflassen? Genau, kann man auch auflassen, ja. Auf wie viel? 4,2? Ich denke ja. So, wir gucken mal gerade rein. Holz, wenn du die Leiter nochmal bitte hochklappst, ja. mir den Boden mal beschreibst, denn das sieht so aus wie so ein Industrieboden, der hier drin ist, der auch wahrscheinlich Säure kann und alles. Säure? Also das ist ein relativ robuster, das ist ein Nadelfelsboden. Nadelfels? Nadelfels ist das, genau. Ja, relativ robust für ein Camping. Ja, ist, ja, wie gesagt, frei wählbar, aber man kann es auch relativ gut reinigen und ist ja robust. Genau, wenn du mal gerade die Leinwand mal hochfährst, dass wir das mal sehen. Das ist eine geile Leinwand, oder? Ich finde es super. Das ist auch so platzsparend alles gemacht. Ach, da hat hinten eine Stange drin, dass es nicht wackelt. Und jetzt ist die Leinwand komplett weg. Mhm. Er ist echt der Held. Was kostet denn so ein Ausbau, wenn ihr den macht? Wenn ich jetzt einen ganz normalen Bus habe und dann? Das kann man immer schlecht vorneweg sagen. Ja. Es kommt immer drauf an, ja, was derjenige reinführt. In puncto Technik, was man da will, was jeden auf die Bedürfnisse ist. Man braucht natürlich nicht so viel, wenn man es nicht braucht. Aber ja. Und in dem Bus jetzt? In dem Bus haben wir. Und ja, warte jetzt mal sagen, hier haben wir noch den Tisch dazu, das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Total geil. Die Bank kann natürlich dann. Das heißt, ihr könnt jetzt hier morgens Mann und Frau können halt Kaffee trinken. Ja. Du brauchst die Bank nicht zwingen, man kann sie auch zu Hause. Kann man die rausnehmen, lieber? Ja, kann man rausnehmen. Kannst du rausnehmen? Ja, brauchen wir sicherlich 2 Leute. Aber es ist kein Problem, wenn man das sagt, ja, Motorrad einladen, das Motorrad wo mit in den Urlaub nehmen oder Fahrräder oder wie auch immer. So, hier ist Kühlschrank, viele Schränke. Ist gerade erst fertig geworden, sagst du. Also, das ist jetzt der wievielte Bus, den du gebaut hast? Ui, wir haben schon viele gebaut. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber dieser und der Ort ist ja, gestern erst fertig geworden. Und was denkst du, Preis, wie er hier steht mit dem Bus? Oder ist er ich bin leider nicht ganz zum Durchrechnen gekommen. Ungefähr? Ist, ungefähr, ja, würde ich so sagen, mitfahren, ja, so um die 80. 80.000? Ja, ja. Okay. Ist aber fair. Das heißt, die werden hier quasi aus den Händen gerissen, die Busse. Ist er schon weg? Werden wir sehen. Ist er schon weg? Ist er schon verkauft? Nee, das ist unser Vorführer und den haben wir. Und der wird jetzt noch ein bisschen halten. Genau, den brauchen wir noch ein bisschen, weil die Lieferschwierigkeiten der Fahrzeugindustrie ist ja. Also, liebe Zuschauer, das ist der Marc, der kommt aus dem Vogtland und der hat diesen Bus hier. Der kostet, sagen wir mal, um die 90. So kann man es ja mal sagen. Und der hat unter anderem Induktion mit drin. Das ist eine feine Geschichte. Du hast Lithium mit drin, einiges? Lithium, richtig. Wie viel hast du? 200 Amperestunden. Oh, 200 Amperestunden. Dann Solar auf dem Dach oben Solar noch. Solar auf dem Dach. So, und dann hier vorne die Marshall-Box hast du mit drin. Über den Beamer können wir reden, die kostet ja nicht mehr die Welt. Ja, genau. So, der ist mit drin. Dann hinten, was ist das da, was da so? Das ist eine mobile Dusche. Eine mobile Dusche, genau. Sag mal. Da können wir mal hinten rumgehen. Ja, wir gehen mal. Hinten rum. Also ich finde das Konzept so klasse, weil du kannst den Bus ganz normal als Handwerkerbus zum Beispiel benutzen. Hat der jetzt Wohnmobilzulassung oder ist das Ladung?
Sowohl als können auch? Wir sowohl als auch machen. Okay, das heißt, ich kann auch noch einen Schlüssel. LKW kann ich ihn zulassen. Guck mal, hier hast du hier ein Flexibu. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf Sächsisch wahrscheinlich dann ein bisschen anders. Ich kann es aber leider nicht so gut wie der Marc. Da oben ist das Aufstelldach, sein eigenes, hat er gesagt. Hier ist die Markise. Du findest den Schlüssel nicht? Komm, wir warten mal ein bisschen hier. Ja. Ach, es gibt so viel Ausbau, so viele coole Typen, oder? Am Markt. Ich muss sagen, der gefällt mir jetzt für mich persönlich besser als der vorher. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt alles zusammen hast, aber... Du meinst den Hümer MLT, den du eben hast. Der war so ein bisschen, ich sag mal, der war nicht schlecht, aber das hier ist so ein bisschen mehr so ist Nordsee. Ist jugendlicher. Jugendlicher. Ja, das andere war halt eher so ein Rentner-Camp, ne? Irgendwie viel Komfort und so. Aber der hat ja genauso Komfort. Ja, genau. Klar, ein bisschen anders, aber man hat viel mehr Flexibilität hier drin. Der kostet die Hälfte nur. Ja. Hast du gesehen? Ja, das ist heftig. Das heißt, die Anzahlung. Also, es kommt natürlich immer darauf an, was man möchte, was die Ansprüche sind, aber mir persönlich würde der jetzt mehr zusagen. So, der Marc, vor allem der noch ein vom Preis her. Das ist, wenn wir schon mal da sind. Du Marc, lass dir Zeit. Lass dir Zeit, ist gar kein Problem. Unsere Zuschauer, bei dem Beamer mit dem allen drum und dran. Die müssen sich erstmal erholen. Sag mal, wie wird der Name bei dir ausgesprochen? Flexibu. 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 Ah, Flexibu. Genau, steht für flexible Einrichtungen für Beruf und Urlaub. So, okay. Weil die Kollegin gerade eben dachte. Also wenn man es erklärt, wird es klar. Das heißt nochmal was? Die flexible Einrichtung? Für Beruf und Urlaub. Okay, Flexibu. Genau. Flexibu. Okay. Flexibu. So, ich glaube, du wirst in die Annalen der Wohnmobilausbauindustrie eingehen. Armaflex, hast du schön verbaut? Ja, genau. Armaflex. So, wenn du den Leuten mal erzählst, was ist Armaflex? Ja, das ist die Dämmung, 20 mm Dämmung, die dann zwischen der Verkleidung und der Fahrzeugkarosserie. Also hier unter dem Filz ist eine ordentliche Dämmung drin, damit es eben kein Schwitzwasser und so. Genau. Die verrottet auch nicht. Ist aber nicht ganz billig, Armaflex in letzter Zeit. Ja, wie alles. Wird alles teurer. So, hast du ein Fenster eingebaut, sag mal, wie ist das eingebaut? Schön? Ich würde sagen, schön, ja. Das ist gemein, so die Suggestion. Was soll er auch sonst sagen, ne? S7. Ja, top. Ein Dometic-Seitsfenster. Genau. Ja, tolles Fenster. Dann, hast du das handgenäht hier, die Dusche? Ja, genau. Echt, du bist dann abends so vom Fernseher und strickst und häkelst? Ja, also es ist ein Team, ja, eine Teamleistung, die da dahinter steht. Da greift jede Hand ins andere. Wir sind 10 Leute. Also gefällt mir echt gut. Zeigen wir uns die Außendusche. Klar, wenn es draußen warm ist, dann duscht man sich hinten ab. Aber man hätte auch die Möglichkeit, hier drin zu duschen. Sag mal, wenn hier die Wanne voll ist und dann? Ja, jetzt habe ich die Bank hintergeschoben. Ja. Wenn die Wanne voll ist, das läuft einfach unten ab. Nee. Dann kann man auch noch mit einem Eimer drunter. Abwassertank. Ist das geil gemacht? Das ist richtig interessant, ja. Ja, das heißt aber, wenn ich jetzt drin stehe. Ah ja, okay. Läuft das ab. Aha. Man kann die auch einfach. Wahnsinn. Raushängen. Oder kannst du so duschen? Das heißt, die Außendusche, die ist denn hier drin? Ach, du kannst sie komplett zusammenfalten. Interessant. Und kannst sie nach draußen holen? Ja, draußen, hier sind die. Du bist ja ziemlich am Ende hier vom Stand, deswegen geht das nicht. Also das kannst du komplett rausnehmen. Das ist der Ablauf übrigens. Hast du schön gemacht, finde ich gut. Und dann kommt die hier hinten. Nee, ach, die kannst du einhängen. Das heißt, man kann sie eigentlich immer aufbauen, wenn man gerade duschen will und dann wieder zusammenbauen. Nicht schlecht. Das heißt, wichtig ist ja, dass du das Fahrzeug im Alltag ganz normal benutzen kannst. Und dann ist das Edelstahl? Das ist Edelstahl, ja. Edelstahl. Sag mal, was willst du denn erreichen? Die Leute werden jetzt die Bude einrennen, weil das ist bei dem Preis mit Allrad. Wichtig ist, ja, Fahrgestelle kriegen. Ihr könnt ja auch keine 1000 Autos bauen im Jahr, oder? Nee, ja, wie gesagt, die Fahrzeugzulieferung, die stoppt gerade ein bisschen. Also von daher, ich maximal erst nächstes Jahr. Ich finde, der riecht gut, oder? Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Nee, er riecht gar nicht nach Chemie, sondern ach so, ja. Es riecht so ein bisschen nach... Es ist generell auch natürlich so, also kommt mir sehr... Sehr entgegen. Sie hat eben was gesagt, gegenüber dem normalen Wohnmobilen hat sie gesagt, ist dein Auto jugendlicher. Ja, ich bin ja noch nicht ganz so alt. Wie alt bist du? 37. 37. Und was hast du gelernt? Ja, Schreiner. Schreiner. Ja, Schreiner. So, ich zeig's mal, die Schränke. Wie lange dauert denn das? Wenn man jetzt, also wie lange hat das jetzt beim Ausbau gedauert? Ja, es dauert schon 4 Wochen, sag ich. Das geht aber noch.
Eine Person, vier Wochen? Oder nein, nein, nein. Ganzes Team. So ein ganzes Team. Ne? Da geht eine Hand ins andere, der eine macht Elektrik, der andere tut die Schränke konstruieren, die anderen bauen. Viele machen das ja auch Viele machen das ja auch mittlerweile selber, so im Camper-Lifestyle, sag ich jetzt mal, dass sie alles selbst ausbauen. Wo sagst du, da biete ich aber auf jeden Fall noch einen Vorteil? Also natürlich ist es viel hochwertiger, aber wo sagst du jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich baue es mir selbst aus, wo sagst du, nee, ich biete euch den und den Mehrwert? Ja, sicherlich ist es vom Profi, ja, mit CNC-Maschinen, da ja. passen die Fräsungen, wenn man das selber macht, ja, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber der hat das schon gesagt. Warte, ich mach mal so einen Schrank auf. Das ist alles Handwerksqualität. Das heißt, das kannst du sehen lassen. Du hast jetzt schwarze Innenfronten gewählt. Das Ganze ist sehr stylisch und cooles. Jetzt ist das Auto ja, hat unglaublich viel Raum, weil du es nicht zugebaut hast. Das ist eigentlich. Genau. Das ist mir auch wichtig, dass ich eben nicht nur ein Fahrzeug habe, wo ich was damit machen kann, sondern ich nütze das für verschiedene Dinge. Und so flexibel soll es dann auch sein. Du musst mir mal einen großen Gefallen machen. Wenn du mal so nett bist, mal nach vorne gehst und die Sitzbank mal ganz nach hinten schiebst, dass wir mal reingehen können und einfach mal den Platz genießen können, den wir haben, wenn die Sitzbank ganz hinten ist. Ja. Also, dass wir das mal sehen. Mhm. Das ist so, weißt du, du kannst dich hier langlegen, du kannst hier hinten die Tür aufmachen. Ich find's so genial. Ja. Der Flexibu. Der Flexibu, genau. Nee, und tatsächlich habe ich mich mit diesen Sachen schon ein bisschen beschäftigt, wie man selbst so einen Camper ausbaut und sowas. Aber das sind ja Welten, also das sind ja wirklich Welten. Das ist das schon das Ende oder geht da noch mehr? Ja, das ist das Ende. Das Ende. So, das heißt, du könntest dich da hinten sogar noch draufsetzen, aber du kannst hier hinten zweistöckig lagern. Gepäck lagern, ja. Du kannst zweistöckig lagern, das ist ganz cool. Dann ist hier unten, hast du sogar noch Schränke. Oder auch schwere Sachen oder so weiter rein machen kannst. Dieselheizung oder Gas? Ja, Dieselheizung. Dieselheizung auch mit Warmwasseraufbereitung. Von also man kann ja auch ein paar Tage stehen. Von, ja, genau. Von wem ist die Dieselheizung? Autotherm. Autotherm. Hm. Gut. Komm, wir gehen mal nach vorne zu ihm. Dann zeigen wir das mal. Und dann darfst du dich jetzt mal auf die untere Sitzbank langlegen, dass wir das mal sehen. 1,66 Meter in Action. Dann haben wir das. Meinst du? Ja, ja, einfach mal. Vielleicht die Füße nicht drauf, ja. Aber dass wir die so ein bisschen mal zeigen. Also ist groß genug, würde ich sagen. Ist es groß genug? Sag mal, Schlafkomfort, vier Leute, gerade jetzt im Sommerurlaub, ist doch der Hammer, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat man da auch nur ein 6 Meter Fahrzeug, wo man doch alles unterbekommt und trotzdem noch relativ flexibel beim Fahren ist. Flexibu. So, jetzt musst du mir mal kurz beschreiben, der nächste Ort, der bei euch in der Nähe ist, der ein bisschen größer ist, den du kennst? Hof Plauen, eine Stunde, ungefähr anderthalb Stunden von Leipzig weg. Was ist an der Grenze? Was ist das nächste Land an der Grenze? Tschechei, also das ist direkt neben uns. Also ich fahre vor 100 Meter, dann bin ich in der Tschechei. Okay. Cool, also das gefällt mir sehr gut. Was ist da drunter eigentlich, der Doppelboden? Oder ist das der Aufbau vom Allrad? Das ist der Aufbau vom Allrad, genau. Okay. Der Boden ist auch isoliert? Der Boden ist auch isoliert, genau. So, das heißt, ein Dometic-Kühlschrank drin. Aber der Kunde kann sagen, die Holzfarbe hätte ich gern, hast du eben schon gesagt. Die Fahrzeugaußenfarbe kannst du machen. Lieferzeit, wenn du jetzt einen neuen bestellen, ein Jahr? Ja, ein Jahr. Ja. Auf alle Fälle ein Jahr. Also ich werde dich anrufen. Wenn das Video senden, bin ich mal sehr gespannt. Morg. Nachname? Ja. Ja, gerne. Nachname, dein Nachname? Schlott. Komm, wir zeigen mal, da vorne hast du ein Schild. Du hast es verdient, gezeigt zu werden. Wir sind auf der Abenteuer Allrad 4Motion. Also ich überlege mir schon, ob ich den nicht nehme, ganz ehrlich. Aber das muss man überlegen. Ihr müsst das auch entscheiden, aber du sagst, du willst noch ein bisschen behalten. Genau, ich muss es auch mal ein bisschen testen. Ja, und ja, gehen auch mal noch auf andere Messen und dann und mal schauen. Ist das hier das Vogtland? Hier, wo du von genau, das ist Vogtland. Das ist eine vogtländische Tanne, die dahinter ist. Flexe, ich komme mit dem Namen, aber ich lerne das noch, oder? Ja, es geht auch das andere mit. Aber mit Model wäre das doch jetzt viel schöner hier noch, oder? Sag mal. Ja, unser Model, die Simone. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute, 15. Juni 2022. Mich hast du in mein Herz geschlossen, ganz ehrlich. Also da vorne, das wäre aber dabei, Unterfahrschutz. Ist auch zugelassen vorne? Ja, das ist zugelassen. Ja, das kann jeder Kunde, wie gesagt, individuell wählen. Und dann können wir es dran machen, oder nicht? Am coolsten war der Beamer. So, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Flexibu.